Wir haben einen Film gemacht und in dem Film dreht es sich um Dinge, die wir besonders fanden, also die hervorgeheben werden sollten, also die in unserem Dorf was Besonderes sind. Zum Beispiel der Oertelsbruch, der bis 2009 noch aktiv war, als der größte Schieferbruch Europas. Dann das Oertelsgrab von Karl Oertel, der eben diese Schieferbrüche, sagen wir, gestartet hat. Unsere Kirche, die noch alte Bemalungen hat von vor vielen hundert Jahren. Und ja, einfach den Dorfzusammenhalt zu zeigen von unserem